Hey, hallo, ein weiteres Red Dead Redemption 2 Online-Video ist heute für euch wieder am Start. Nicht nur ein normales Video, sondern mal wieder ein Guide und gleichzeitig auch ein Glitch-Video. Ich habe ja schon mal einen halbwegs Money-Glitch gezeigt, wobei man da einfach nur Server-Hopping betrieben hat. Es ist kein offizieller Glitch und Rockstar hat das jetzt bis heute nicht behoben. Das heißt einfach, wenn man den Server neu lädt auf Freeroam, dass man in der Nähe wieder spawnt und dass dann diese ganzen Sachen wieder da sind. Das ist dementsprechend kein Glitch. Von dem her konnte ich das vertreten, das zu zeigen. Genauso das letzte mit dem Kadaver, wo man einfach Fische anlockt. Das ist einfach eine Spielmechanik. Und so ähnlich sieht es jetzt hier auch aus. Allerdings entdecke ich eher eine Spielmechanik. Und es ist auf jeden Fall etwas, das Rockstar so nicht entdeckt haben wollte. Ich habe darüber noch kein einziges Video im deutschsprachigen YouTube-Raum gesehen. Aber schon einen Ami-Kollegen, der darüber ein Video gemacht hat. Und zwar Mr. Boss for the Win. Er macht normalerweise ziemliche Clickbait-Videos, aber in dem Fall muss ich sagen, war das echt ein ziemlich aufschlussreiches, ziemlich gutes Video, weil ich das noch nicht kannte. Er hat es auch, glaube ich, auf Online-Plattformen gelesen. Also wahrscheinlich gibt es da schon auf Reddit einige Posts darüber. Aber wie gesagt, im deutschsprachigen YouTube-Raum habe ich bis jetzt noch kein Video darüber entdeckt. Deswegen wollte ich euch das unbedingt mal zeigen, weil das einfach nichts bringt. Kein Geld-Glitch, kein Gold-Glitch, kein XP-Glitch, einfach nur Fun. Das heißt, das ist eine Sache, die ich durchaus vertreten kann auf dem Kanal. Dafür wollt ihr jetzt zu Saint-Denis gehen, an die Ostküste. Und in dem Bereich, wo ich markiert habe, kommen die meisten kleinen Boote vor, die ihr euch erstmal schnappen müsst, um dann wiederum zu so einem großen Boot hier zu gelangen. Ja, einem Schiff quasi schon. Das ist dann so ein großes Dampfschiff. Allerdings geht das nicht mit diesem speziellen hier, denn das hat diese zwei Treppen, die so an der Seite hochführen. Damit funktioniert das nicht, weil diese Reling oder diese, ja, die Absperrung eben nicht direkt an die Kabine reicht und dadurch dieser Glitch nicht funktioniert. Das heißt, die sehen sehr, sehr ähnlich aus, diese Schiffe, mit denen es funktioniert. Und ich werde euch gleich noch ein paar Beispiele dafür zeigen, aber eben nicht dieses hier, obwohl das auch vom Prinzip her ähnlich aufgebaut ist, das Schiff. So, wichtig ist, welche Schiffe ihr überhaupt benutzen könnt, um zu den großen Schiffen zu gelangen. Das sind diese kleinen Kanus, die ich hier auch gerade benutze. Das sind die Ruderboote und das sind eben diese Dampfschiffe. Allerdings sind da auch nicht alle möglich, wie schon in der Hauptstory auch. Da ging es ja, glaube ich, auch nicht, dass man absolut jedes von diesen kleinen Dampfschiffen benutzt. Aber es gehen zumindest die meisten davon. Und damit, also die könnt ihr einfach benutzen, um eben zu den großen Booten oder Schiffen zu gelangen, weil die meistens weiter draußen sind auf dem Wasser und man da eben nicht so lange schwimmen kann meistens. Wobei ich sagen muss, man kann im Online-Modus viel, viel länger schwimmen als im Story-Modus. Also die Ausdauer reicht hier fast ewig. Das Problem ist eher gegen den Strom zu schwimmen. Von dem her solltet ihr auf jeden Fall euch ein kleineres Boot erstmal besorgen, um zu den Großen zu gelangen. Ihr fahrt dann mit eurem Dampfbötchen nah heran an das große Schiff, das ihr dann steuern wollt. Und es gibt ein markantes Merkmal, woran man merkt, dass man diese großen Schiffe steuern kann, beziehungsweise dass dieser Glitch hier eben funktioniert. Und das ist, dass diese Treppe direkt an der Kabine so nach links zur Seite führt, nach unten. Und dass die eben so ein Geländer direkt an der Kabine haben. Denn dadurch kann man diesen Wandglitch benutzen, dass man eben durch Wände manchmal glitschen kann, wenn man eben dieses Geländer so strategisch gut benutzt. Ich gehe dafür in die Ego-Perspektive, das ist einfacher. Und zwar, was ihr machen wollt, ist direkt am Geländer zu stehen, drüber zu springen mit Viereck, dann direkt euch nach rechts zu drehen und dann Dreieck zu drücken, also die Taste, mit der ihr auch eben auf Pferde steigt, Kutschen benutzt und alle anderen Schiffe. Also quasi die Aufsteigetaste, die Einsteigtaste, wie man es auch immer nennen möchte. Und wenn ihr es eben in der Ego-Perspektive macht, habe ich gemerkt, ist es viel, viel leichter, weil ihr euch, glaube ich, sehr viel schneller nach rechts drehen könnt, wenn ihr schon, also wenn ihr noch in dieser Sprunganimation quasi seid. Und ich zeige euch jetzt gleich mal ein paar Versuche, wo es bei mir geklappt hat. Zum Beispiel hier. Ich bin quasi jetzt hier schon in die Kabine geglitscht. Allerdings habe ich den Fehler gemacht, dass ich direkt danach, nachdem es geklappt hat mit dem Wandglitch und mit dem Einsteigen, dass ich danach nochmal Dreieck gedrückt habe. Und dadurch bin ich quasi aufgestanden, bin jetzt zwar in dieser Kabine, kann aber hier nichts machen. Das heißt, es bringt im Prinzip nichts, hier zu sein, weil ihr nichts steuern könnt. Ihr könnt euch hier jetzt nicht mehr reinsetzen, einfach mit Dreieck. Ihr müsst tatsächlich wieder rausgehen und das Ganze von vorne beginnen, das Prozedere. Also nochmal ans Geländer, Viereck drücken zum Hochsteigen, nach rechts drehen und dann schnell einmal Dreieck drücken. Wirklich nur einmal, weil falls ihr zweimal Dreieck drückt, kann es halt sein, dass ihr schnell einsteigt und gleich wieder, wie ich, hier rausgeht. Und auch ich kann euch gleich sagen, ich habe dafür locker eine Viertelstunde gebraucht. Ich musste erstmal checken, welche Bewegung man genau vollführen muss, damit was klappt. Und wie gesagt, in der Ego-Perspektive ist mir das um einiges leichter gefallen.
Ich habe da irgendwie eine schnellere Bewegung mit dem rechten Stick. Es kann auch sein, dass es hilft, wenn ihr eure Kamerageschwindigkeit erhöht, einfach nur, damit ihr schneller rechts gucken könnt. Und ich glaube, dass es notwendig ist, nach rechts zu gucken. Falls ihr es anders gemacht habt und schon probiert habt, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe es einfach so gemacht und es hat für mich geklappt. Deswegen denke ich mal, dass das auch die Tastenreihenfolge ist. Und hier hat es tatsächlich endlich mal geklappt. Ich konnte in die Ego-Perspektive quasi, da habe ich es ja gemacht, man konnte quasi sehen, in der Ego-Perspektive bin ich in dieser Kabine drin, in der Hocke quasi. Ich zeige euch gleich nochmal auch einen Ausschnitt. Und wenn ich weiter rauszoome, ich steuere jetzt das Ding. Ich steuere einfach dieses riesige Dampfschiff. Wie geil ist das denn? Das heißt, Rockstar hat offensichtlich schon implementiert, dass man diese Dinger steuern kann. Und das ist das Geile, was ich euch einfach nur zeigen wollte, dass auf jeden Fall Hoffnung besteht, dass wir bald schon richtig dicken Content bekommen könnten. Klar, Kutschen sind geplant. War ja auch schon öfter in der Diskussion. Es wurden ja schon irgendwelche Kutschen mit einer Gatling an hinten drauf geleakt und was weiß ich. Rockstar hat auf jeden Fall richtig dicke Pläne. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir irgendwann mal eine Werft kaufen können und dann wirklich diese großen dicken Schiffe kaufen können und die steuern können. Genauso wahrscheinlich wie auch diese fetten Yachten dahinter hinten oder so dieses riesige Schiff, auf dem man in der Story Poker gezockt hat. Wie geil wäre das, wenn man das steuern könnte? Und das Geile ist, ich habe halt hier noch ein paar Kollegen entdeckt, die ich auch gleich mit aufs Boot nehmen werde. Und nach langem Hin- und Hergefahren ist dann tatsächlich auch einer von den beiden schon mal aufs Boot hier hochgekommen, weil ich wollte auch unbedingt sehen, wie das für ihn ausschaut, ob er jetzt einfach so dazu reinsteigen kann in die Kabine oder irgendwas mit der Kabine machen kann. Und ich gehe auch gleich nochmal in die Ego-Perspektive, ist auch sehr interessant zu sehen, wie das aus meiner Sicht dann quasi ausschaut, wenn er da oben auf dem Boot rumläuft. Das ist nämlich ganz interessant, da sieht man auch mal, wie ich da überhaupt drin sitze. Also ist auf jeden Fall noch nicht so weit implementiert, dass ich quasi richtig hier auf dem Platz sitze. Also es ist überhaupt noch nichts ausmodelliert oder so, das wird alles Rockstar wahrscheinlich noch in den nächsten Wochen und Monaten quasi vorantreiben. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, dass es überhaupt geht und dass es so weit möglich ist, dass man anscheinend in dieser Kabine ist. Und hier kommt auch jetzt noch der zweite Kollege hinzu. Wir haben eine kleine Bunga-Bunga-Party hier auf dem Schiff. Das wäre auf jeden Fall etwas, das ihr noch mit euren Kollegen machen könnt hier in der Welt. Einfach so auf die offene See fahren. Jeder holt sich so ein großes Dampfschiff. Und dann ist man einfach so mit vier großen Dampfschiffen, mit der Dampfschiff-Armada unterwegs. Und es ist sehr, sehr interessant. Er versucht jetzt auch hier die Tür aufzuschießen. Es passiert nichts. Ich bin quasi total geschützt bis zu einer gewissen Stelle, wo er tatsächlich dann Dynamit schmeißt. Und das Dynamit hat mich erreicht. Das heißt, ich bin auf jeden Fall physisch in dieser Kabine. Ich habe auch versucht, in der Zwischenzeit hier selber mal rauszuschießen. Und ihr seht jetzt hier, wie ich quasi da drin hocke. Also offensichtlich ein unsichtbarer Stuhl, auf dem ich sitze. Ich benutze aber nicht meine Arme zum Lenken. Also Steuerrad oder so ist noch nicht implementiert worden. Aber offensichtlich ist man schon so weit, dass man die ungefähre Position der Sitzmöglichkeit im Kopf hat und einprogrammiert hat. Ich denke mal, Rockstar hat da schon ungefähre Skizzen und hat das schon so grob reinprogrammiert, wo man dann quasi da sitzen würde. Das heißt, die ersten Pläne sind da auf jeden Fall schon da. Und offensichtlich überhaupt sind die Pläne da, dass man das Ganze als Steuerungsmittel, als Fortbewegungsmittel nutzen kann, offensichtlich. Denn das ist ja schon soweit hier möglich. Und ja, das war es im Prinzip auch schon wieder zu dem Video. Der Kollege springt mich jetzt hier gleich noch raus mit Dynamit. Das ist auch ganz lustig gewesen. Ich hatte gar nicht gedacht, dass das überhaupt funktioniert. Ich dachte, in dieser Kabine bin ich absolut todessicher. Aber nein, Dynamit funktioniert weiterhin. Also Dynamit OP. Damit kann man sogar geglitschte Leute aus der Wand rausholen. Das war es im Prinzip schon wieder zum Video. Ich hoffe, das hat euch trotzdem Spaß gemacht, auch wenn es im Prinzip ein Glitch ist. Die beiden Kollegen begnügen sich jetzt noch mit dem Boot, auch wenn ich nicht glaube, dass sie wissen, wie man da reinkommt. An der Stelle verabschiede ich mich erstmal. Falls ihr noch Fragen, Kommentare oder weitere Anregungen habt, gerne unten reinschreiben. Ich versuche alles durchzulesen und zu beantworten, falls die Zeit ausreicht. Ansonsten, wie gesagt, verabschiede ich mich erstmal. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.